Will ich da überhaupt rein? Ja, das will ich wohl. Ich will alles, alles sehen in diesem Spiel. Alles. Alles, was ich kann. Was ich nicht übersehe. Keine Scharlachfäule voraus. Übrigens Vorsicht vor Lügner. Was? Weitergehen. Jawohl, danke. Okay, ich muss jetzt nicht jede Nachricht lesen. Alle werden mich vor irgendwas warnen wahrscheinlich. Und sich sagen, ja, Vorsicht vor dies, Vorsicht vor das. Alles wird dir wehtun. Überall sind Lügner. Okay, was ist das für ein Ort? Der Fäulnissee. Direkt mal das Ding hier markieren. Wo zum Henker? Wo zum Henker sind wir? Wir sind mitten im Nirgendwo. Shit. Okay. Oh, guck mal da hinten. Der Gegenstand. Ich kann mein Pferd nicht rufen hier? Dein Ernst? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Das... Nee. Das kann ja gar nicht klappen. Zeit für dies. Wieder hier, daher Sturmlauf versuchen. Ich soll da durchrennen? Überquerbare Stelle voraus, aber hätte ich nur dies. Pferd. Eine Karte. Ja, wunderbar. Okay, wow. Was? Wie soll man denn da durchkommen? Das ist doch unmöglich. Ohne dass ich Schaden nehme. Vor allem mit der Rüstung sind wir doch nochmal extra langsam, oder? Okay, springen bringt nichts. Wow. Was war das? Oh. Das war ein... Ah, okay. Hier ist ja ein Knopf gewesen. Hier. Yes. Nice. Fäulnis fett. Cool. Dann... Was? Oh nein. Oh Gott. Auch noch. Auch das noch. Als wär diese Scharlachfäule nicht schon... genug, weißt du? Müssen auch noch diese Viecher kommen. Okay, komm hoch, Kollege. Ich weiß, du willst hier hoch. Nein. Kann ich hier noch einen Knopf betätigen? Oder sind die Knöpfe nur bei diesen Säulen? Scharlachfäule voraus. Was du nicht sagst. Warum immer Scharlachfäule? Ich habe keine Ahnung. Da ist mitten im See ist ein Gegenstand. Huch, das wollte ich gar nicht. Okay, weißt du was? Komm schon. Das kriegen wir hin. Oh mein Gott. Shit. Natürlich haben wir die Scharlachfäule jetzt. Okay. Cool. Da hat es jetzt nicht wirklich viel getan, muss ich sagen. Wir haben die Scharlachfäule eh, ne? Okay, wenn wir die eh haben, können wir auch hier rumrennen. Nee, aber gegen euch kämpfe ich nicht. Was gibt's hier? Hätte ich nur diese Brücke, ja, was du nicht sagst. Die wird uns zerstören, diese Scharlachfäule. Wärmender Stein. Das könnte helfen.
Nein, ich muss echt nicht kämpfen gegen euch. Wirklich nicht. Hier ist noch so eine Säule. Cool. Bringt mir jetzt gerade gar nichts, wenn wir hier so eine Brücke haben, aber das ist wahrscheinlich wichtig für später, oder? Kann ich mir vorstellen. Der See ist ja noch ziemlich groß. Vielleicht sollte ich mal da hinten hin. Aber erstmal den hier. Eigentlich sollte ich zurück zum Feuer. Also soll ich hier hinten hin? Ich gehe jetzt mal da hinten. Vielleicht gibt es ja da so ein Feuer. Oh, eine Säule gibt es da auch. Sehe ich ja jetzt erst. Dann sollte ich diese Säule auch aktivieren. Wir haben nur noch zwei Flaschen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir sind tot, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier ein Feuer haben irgendwo. Ich hoffe es. Das kriegen wir nicht mehr hin. Wir sind tot. Ja. Und da hinten wäre das Feuer. Scheiße. Shit. Okay, okay. Boah, Scharlachfäule ist schon ein Ding. Oh. Ich will diesen Gegenstand da hinten. Ist wahrscheinlich nichts Besonderes, aber ich will ihn trotzdem. Echt so blöd, dass wir hier unser Pferd nicht rufen können. Warum nicht? Aus welchem Grund geht das nicht? Egal. Ich hoffe, die Barrieren sind da. Also diese... Ja, das ist alles geblieben. Okay. Ich dachte, das hätten wir nochmal alles aktivieren müssen. Das wäre schön blöd. Das war knapp. Weißt du was? Ich hol den Gegenstand da hinten. Wir bekommen Scharlachfäule sowieso. Dann hole ich mir hier erstmal alles, was man sich holen kann. Seuchenbolzen, cool. Vielleicht finde ich ja noch ein paar von diesen Säulen. Cool, danke. Ist wahrscheinlich nicht so gesund, was ich hier gerade tue. Haben wir die Säule hier schon? Ja, ne? Ich sollte erstmal das Feuer aktivieren, bevor ich hier so eine Aktion mache. Ich hole mir erstmal das Feuer da hinten und meinen Stuff. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Hier gibt es soweit nichts. Ich sehe jetzt auch hier auf Anhieb noch keine Säule. Da hinten ist ein Baum. Aber ich gehe erstmal mein Stuff holen. Naja, dieses Ekelzeug, Mann. Ja, auch nicht mehr so viel von den Flächen, deswegen ist es wichtig. Es ist wichtig, dass wir hier... Da hinten müssen wir auch mal hin. Okay. Ja, du hast es fast geschafft, Kollege. Bewahrende Boli. Okay, erstmal das hier, wichtig. 14.000, ist okay. Ist jetzt nicht so viel, aber... Aber immerhin. Lass mich durch! Wie groß ist denn das hier schon wieder? Okay. Sind wir erstmal safe. So, wir rasten erstmal, holen uns unsere Fläschchen zurück.
Und dann gehe ich nochmal zurück. Bevor wir hier reingehen, weil ich glaube, hier ist das Ziel von unserer Reise, will ich erstmal gucken, ob wir auf dem See noch irgendwas finden. Mal gucken. Kein wertvolles Objekt voraus. Toll. Das ist gut zu wissen. Da weiß ich, dass ich da nicht lang muss. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was da hinten ist, an dem Baum. Okay, ja, Scharlachfalle ist so schnell oben. Ekelhaft. Wir werden es eh bekommen. Wir bekommen das sowieso. Was gibt's jetzt hier an dem Baum? Gar nichts. Ah, doch, verblasste Erdenblattblume. Und da hinten ist eine Kiste, die schnappen wir uns mal. Da müssen wir hier nie wieder hinkommen. Das ist gut. Cool, nehme ich. Handbuch immer gern gesehen. Damit bekommen wir bei Händlern neuen Stuff. Hier ist ansonsten nichts mehr, oder? Weißt du was? Nein, falsche Seite. Dann gehe ich da mal hin. Ich hole mal diesen einen Gegenstand. Wir sind ja auch wieder gehealt, was ja echt super ist. Oh, guck mal, hier ist auch ein Gegenstand. Nice. Dann holen wir uns den auch. Äonischer Schmetterling. Die Schmetterlinge gehören mir auch. Wo wollt ihr denn landen, Freunde? Ich nehme euch mal mit. So. Kollege, was hast du hier gemacht? Dunkelschmiedestein 8, Freunde. Das hat sich mal gelohnt. Hier dürfte es eigentlich nichts mehr geben. Ich laufe hier einfach jetzt durch den See. Aber hier gibt es nochmal Ruinen. Vielleicht finden wir hier noch was. Maybe I find something here. Oh ja. Auch den nehme ich sehr gerne an mich. Danke. Tschüss. Okay, da kann man nicht drüber. Alter, wer steht denn da? Mitten im See. Wer bist du? Okay. Wie kannst du das hier aushalten? Steht die ganze Zeit in diesem See. Horntalisman der Immunität. Okay. Weißt du, steht hier in diesem tödlichen See und dann komme ich daher und bringe den einfach um. Goldene Rune 9, merci. Den Talisman schauen wir uns gleich an. Ich weiß nicht. Was ist das da hinten eigentlich? Hier ist doch kein Bossfight, oder? Auf diesem... Nein. Okay, wir haben keine Energie mehr. Ich muss zurück. Mist. Ich gucke mir mal den Talisman an. Was war das da in dem See? Das war kein Gegner, oder? Ich will gar nicht wissen, ob das ein Gegner war. Talisman. Horn-Talisman der Immunität erhöht die Immunität deutlich.
Die Immunität gegen was? Gegen Scharlachfäule vielleicht? Haben wir eigentlich irgendwas, was gegen Scharlachfäule hilft? Abwehrwirkung aufruhen. Zauberzeit, Zaubertalente, Odem-Angriffe. Was sind denn Odem-Angriffe? Blitz. Also gegen Scharlachfäule habe ich jetzt hier noch nichts gefunden. Aber vielleicht ist es ja diese Immunität. Ich hätte gerne noch so einen Speicherplatz. Ich probiere das mal aus hiermit. Gehe jetzt mal da rein und gucke, wie sich das verändert. Wie schnell das geht. Okay, das geht trotzdem ziemlich schnell. Das geht ziemlich schnell trotzdem. Macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied, glaube ich. Ich lege wieder das Ding hier an. Okay. Kann ich eigentlich jetzt... Nein. So, ich würde trotzdem gerne noch schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber das machen wir vielleicht von der Seite hier, ne? Von der Seite, vielleicht geht das da besser? Das ist... Hier kann ich auch niemanden rufen. Alter, dieser See, ne? Also wenn da ein Bossfight drauf ist, wie... Wo soll man denn da stehen? Außer auf diesen einen Platten. Diesen Mini-Platten, wo man sich kaum bewegen kann. Und ich glaube, wir müssen doch hier bestimmt noch mehr von diesen Dingern aktivieren. Das können doch noch nicht alle gewesen sein. Das können noch nicht alle gewesen sein. Ja, wir haben Scharlachfäule. Ich weiß. Ich will mich doch nur umsehen hier. Oh, guck mal. Den hätten wir eigentlich so auch nie gefunden. Okay, zu euch brauche ich wirklich nicht. Will ich auch gar nicht. Was ist mit dir? Du bist kein Gegner, oder? Das kann kein Gegner sein. Da ist auf jeden Fall noch eine Säule. Und einen Gegenstand haben wir ja auch. Dann schaue ich mir doch mal die Gegenstände erst an. Cool. Nee, das kann ich... Das ist ein Gegner! Auch noch so einer. Auch noch... Shit, Mann. Habe ich den Knopf gedrückt bekommen noch? Marikas Pfahl. Oh Gott, wo war denn hier Marikas Pfahl bitte? Oh Gott, das ist echt ein Bossfight. Oh, genau hier. Genau hier. Oh. Komm her. Okay, hier ist sogar ein größeres Areal. Um ihn herum sind viel größere Areale. Das ist gut. Was ist das? Ich will erstmal gucken, was das da hinten ist. Bevor ich gegen ihn kämpfe, der scheint sehr hart zu sein. Ziemlich hart, glaube ich. Ist hier eine Kiste oder sowas? Was macht ihr denn hier? Was ist das? Da hinten ist noch was. Da möchte ich noch hin.
Gegen die kämpfen will ich überhaupt nicht. Gar kein Interesse. So, und jetzt noch ganz kurz hier. Ob man hier noch irgendwas bekommen könnte. Also hier kann man auf jeden Fall drüber springen. Das ist schon mal... Oh mein Gott, ich sollte den Scheiß nehmen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Pilzkrone. Wir haben eine Pilzkrone bekommen. Okay, cool. Okay, jetzt ganz schnell weg. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles gefunden haben hier in diesem See, aber ich gucke mir diese Pilzkrone gleich mal an, wenn wir ein bisschen sicherer sind. Ich glaube, ich lasse mich mal... Also ich lasse mich mal sterben. Ja? Wir kommen ja eh hierhin zurück. Wir müssen nämlich mit voller Wucht gegen ihn kämpfen. Ja, ja. Okay. Das nehme ich sogar als tot. Habe ich vorhin gedrückt? Ich glaube nicht, ne? Marikas Pfahl. Das wird ja ein Spaß. Wo ist mein Stuff da? Okay. Erst einmal. Was haben wir hier für eine Pilzkrone bekommen? Pilze, die einen Körper vollkommen überwuchern. Diese großen Exemplare bilden einen gewaltigen Kopfschutz. Verstärkt eure Angriffskraft, wenn jemand in der Nähe an Gift oder Fäulnis leidet. Vor langer Zeit dienten große Fürsten der Scharlachbeule. Vielleicht waren das ihre Kronen. Ich würde sagen, wir trauen uns mal, oder? Stehst du auf, wenn wir hier am Rande stehen? Oder müssen wir wirklich an dich ran? Können wir ihn nicht befehligen, einfach mal drauf zu ballern? So, wir lassen ihn zu uns kommen. Gewaltigen Damage, Mann. Nein, nein, nein. Fuck, Mann. Ach, unser Freund war noch am Leben. Ich dachte, er ist schon tot gewesen. Aber wir haben ihn zur Hälfte runter, Freunde. Wir haben ihn zur Hälfte runter. Es könnte klappen. Das könnte klappen. Okay. So. Dann holen wir den mal direkt. Mein Stuff hätte ich gerne. Und let's go. Komm her. Nicht rein in diese
Scharlachfäule, Mann. Komm her zu mir. Okay, unser Freund hat es gleich hinter sich. Aber das ist okay. Er hat seinen Dienst getan. Komm. Große Gegner. Es war ein sehr großer Gegner, das stimmt. Und wir haben ihn besiegt. Drachenschuppenklinge. Alter, wir haben ihn besiegt, indem wir so aussehen. Also bitte. Jetzt mal ernsthaft, ja? Das ist... Ich kann gar nicht sagen, wie lächerlich wir aussehen. Okay, wir können immer noch kein Pferd rufen. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Ich wüsste jetzt nicht was, ehrlich gesagt. Außer vielleicht hier? Aber das glaube ich nicht. Da kann man nicht weiter. Hier war eine Grenze. Wir gehen zum großen Kreuzgang. War das der große Kreuzgang? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wollen wir es sehen. Gehen wir hier mal weiter. Schauen uns das Spektakel an. Ganz unten sind Gegenstände, sehe ich. Da sind auch Gegner ganz unten. Oh Gott. Es wird schlimm hier, glaube ich. Es wird sehr schlimm. Wie viel Runen hat er uns gegeben? 73.000. Das reicht, oder? Für eine Stufe? Jawohl. Ich überlege, ob ich nochmal den hier mache. Ist schon nicht schlecht, ne? Stärke. Ich mach mal Kondition wieder. Einmal noch. Einmal mache ich noch Kondition. Okay. Achso, wir haben eine goldene Saat gefunden. Kann man jetzt eigentlich unser Fläschchen ein bisschen... Nicht genügend goldene Saat. Nicht im Inventar. Keine heilige Träne. Nichts. Wir haben gar nichts. Okay. Treppe geht hier runter. Ich schaue nochmal gerade den Weg hier. Alter, wir sehen so komisch aus. So, da ist gar nichts. Wir sollten auch nicht runterfallen. Wäre nicht ganz so schlau. Dann nehmen wir doch mal die Treppen. Ein großer Kreuzgang. Springen. Oh Gott. Oh. Was ist das hier für ein Ort, Mann? Oh, cool. Goldene Rune 10. Sehr schön. Objekt voraus. Ja, das habe ich gesehen. Wie geht's denn hier noch weiter runter? Oh, okay. Dich nehme ich mal mit. Bodensatz? Bodensatz? Kann ich jetzt schon runter? Ich glaube, ich will noch nicht ganz runter. Ich schaue nochmal gerade, was es hier so gibt. Ja, hier geht es auf jeden Fall besser runter. Das klappt besser. Schwacher Feind voraus. Da bin ich mal gespannt. Oh Gott, sind das die schwachen Feinde? Das sind die schlimmsten Feinde, Mann. Das sind die schlimmsten. So, hier kann man runter. Okay. Bevor ich da hinten hingehe, schaue ich mal, was wir auf der Seite hier noch haben. Da fällt mir ein, wir haben eine neue Waffe bekommen, ne? Schwacher Feind voraus, weißt du? Schwacher Feind, weißt du?
Unfassbar. Ich gucke mir das Schwert mal an, was wir bekommen haben. Vielleicht ist das ja was für uns. Mondschleier, Drachenschuppenklinge, das ist es. Diese reine Klinge wurde aus einer geschärften Schotterschuppe gefertigt, die angeblich den uralten Drachen ihre Unsterblichkeit verlieh. Leider erreichte kein Drachenblutsoldat je die Unsterblichkeit seiner Vorfahren und sie alle starben als kümmerlicher und fahler Abklatsch der einstigen Herrscher der Lüfte. Einzigartiges Talent, Eisblitzschwert. Ist natürlich kein Katana, ne, oder? Doch, es ist ein Katana. Ja, es hat aber keine Vergiftung. Kein Passiveffekt. Ich lege es trotzdem mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Wow. Okay, das gefällt mir voll gut. Nice. Vielleicht sollte ich mir die Waffe mal anschauen, etwas genauer. Und vielleicht auch ein bisschen aufleveln. Wie wäre es denn damit? Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.